Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Heute reden wir über die Challenge. Endlich mit Julian oder gegen Julian, wie man es nimmt. Hat eine Weile gedauert. Ich meine, er ist natürlich ein sehr beschäftigter Mann, hat viel zu tun und ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der immer Stress macht. Ich lasse es da eigentlich immer locker angehen. Und jetzt hat endlich alles gepasst. Sorry. Jetzt hat endlich alles gepasst. Er hat vorbeigeschaut in München, Pasing. Und da haben wir uns zufällig gesehen. Ich bin direkt aus Prag gekommen, habe da nochmal vorbeigeschaut. Hat sich auch gelohnt, auch wenn ich fix und fertig war. War ein lustiger Abend noch und echt coole Leute unterwegs. Außer er, also er war auch cool, aber da waren noch andere coole Leute unterwegs. Demnächst, also nächsten Samstag, Sonntag, sind die auch wieder am Start. Also schauen wir mal, was da geht. Und dann werden wir die Challenge auch filmen, austragen. Wir haben jetzt ein paar Ideen gesammelt. Oh mein Gott, Moment. So, wir haben jetzt ein paar Ideen gesammelt. Es klang eigentlich gar nicht so schlecht, aber jetzt bin ich ungelogen, jetzt bin ich stark gehandicapt. Also es ist nicht mehr eine 100% Challenge, sondern eine Pokédex, nicht Pokédex, Pokémon-Sammlung Challenge. Und zwar so, wie wir es momentan, also ich will mich noch nicht festlegen, weil es ist echt ein krasser Nachteil für mich. So wie wir es momentan geplant haben, ist, dass wir jedes Pokémon vergleichen. Wir gehen der Reihe nach durch und wer das Beste von diesem Pokémon hat, der gewinnt, kriegt einen Punkt. Und wer mehr Punkte hat natürlich, der gewinnt am Ende. Und Gen 1 zum Beispiel bei mir oder so, also eine Gen bei mir, eine Gen bei ihm. Also das ist eine gute Idee, aber wie gesagt, dadurch habe ich einen krassen Nachteil. Und zwar, ihr wisst, ich liebe 100% und alles, was nicht 100% ist, ist eine Enttäuschung für mich. Das wird also bei fast jedem Pokémon dann direkt weggeschickt. Und natürlich gibt es Ausnahmen, zum Beispiel 98% Voltilam ist gut, 98% Lapras ist natürlich gut. Hätte ich ein 100%, nicht 100, hätte ich ein 98% Glaxo, wäre das natürlich auch gut. Da habe ich, glaube ich, mein Bestes ist 91. Auf jeden Fall, bei manchen Pokémon habe ich zum Beispiel gar nichts. Nehmen wir zum Beispiel, keine Ahnung, Habitak. Da habe ich keinen 100% Habitak. Und momentan habe ich kein einziges Ibitak zum Beispiel. Und wenn ich zum Beispiel IVs jetzt checke von Habitaks und der hat zum Beispiel zwei Werte auf 15, was potenziell 98% sein könnte, bin ich enttäuscht, entwickle es und dann schicke ich es weg. Also so Pokémon, die absolut keine Verwertung haben, keinen Sinn, keinen Nutzen. Da behalte ich nicht mal ein 98%. Also, ich weiß nicht, ob ich da in der Minderheit bin, dass ich so denke. Weil manche spielen, ich weiß, manche spielen so, dass sie von jedem Pokémon das Beste, was sie haben, behalten, bis sie halt ein besseres bekommen. Sagen wir, jemand hat 91% Ibitak oder so, dann behält er das, eins, bis er halt ein besseres bekommt, 96, und dann behält er das und schickt das 91er weg. Dann kriegt er ein 100er irgendwann mal vielleicht, und dann schickt er das 96er weg. Und ich schicke einfach alles weg, wenn es nicht 100 ist. Dementsprechend habe ich jetzt viele Lücken, die mir die Challenge kosten könnten. Ich habe zum Beispiel Hornlio. Also ich habe ein paar Hornlios zum Entwickeln natürlich, aber ich habe kein Bibor. Dasselbe genau wie bei Raupi und Smetbo. Ich habe kein einziges Smetbo. Sprich, er bräuchte dann nicht mal ein gutes Smetbo, er bräuchte überhaupt einfach nur ein Smetbo und er würde schon einen Punkt bekommen. Also das müssten wir nochmal genauer besprechen, weil das ist schon ein krasser Nachteil für mich. Hätte jetzt eine Woche Zeit, um meine Lücken zu füllen, erstmal das. Und zweitens müsste ich auch alle IVs checken, weil ich check die IVs so gar nicht. Das klingt halt sehr komisch, weil ich krass auf IVs achte und auf 100%, aber so wie ich es mache, ist halt. Und dementsprechend zum Beispiel Shadowbands. Da fragen mich echt viele Leute nach Shadowbands. Und Leute, ich habe keine Ahnung von Shadowbands, weil ich benutze absolut keinen einzigen IV-Checker. Keinen einzigen. Und dementsprechend jetzt, das könnte echt leidend für mich werden, weil ich müsste alle meine Pokémon durchgehen. Abgesehen natürlich von den 100ern. Weil, so wie ich es mache, ich benutze den In-Game-Checker. Und nur mit dem In-Game-Checker, ich glaube, das ist nicht das richtige Wort. In-Game-Checker. Auf jeden Fall mit dem In-Game-Teil checke ich die IVs. Und da sehe ich ja 100%, dann behalte ich es, dann gefällt es mir, das Pokémon. Und man weiß halt ungefähr, wie gut das ist.
Ich weiß halt, es ist über 80%, es ist, hat zwei Werte auf 15 oder so, kann man auf jeden Fall behalten. Aber für die meisten Pokémon brauche ich gar keine IVs. Also, da ich eigentlich nur 100% maxe und pushe, ist es mir egal, ob ein Pokémon 98, 96 oder 93 oder sowas hat. Also es gab jetzt echt, ich will nicht lügen, maximal nicht mal 5 Fälle, wo ich die IVs gecheckt habe, um genau sicher zu gehen, wie viel IVs es hat. Also das war, glaube ich, bei einem Lavita. Ja, und das war's, glaube ich, eigentlich auch schon. Also ein Lavita. Also IV-technisch schauen wir mal, das, wie wir das machen, weil so bin ich auf jeden Fall stark gehandicapt, weil ich bin echt nur auf 100% scharf, weil alles zwischen 80 und 96 habe ich fast gar nicht, beziehungsweise wenn ich es habe, dann muss ich es jetzt erstmal checken, um genau sicher zu gehen, wie viel IV das hat für die Challenge. Also wird echt kompliziert, vor allem weil das schon am Samstag ist. Da muss ich mir echt noch was überlegen. Und was ich mir auch noch überlegen muss, oder wir, ist, was der Gewinner bekommt. Eine Belohnung oder eine Bestrafung. Auf jeden Fall nicht sowas Kindisches wie, der Gewinner darf entscheiden, welches 100% Pokémon der Verlierer verschickt oder so. Auf jeden Fall, so ein Scheiß kommt auf jeden Fall nicht dran. Wir überlegen uns dann noch was Kleines, Lustiges, nichts allzu Böses. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr da irgendeine Idee habt. Oder auch allgemein, falls ihr irgendeine Idee habt, wie wir das Ganze noch verwirklichen können. Ein paar Details, weil das war bisher echt erstmal ein kleiner Brainstorm, ein Prototyp. Die Details sind echt noch nicht ausgearbeitet. Da gibt es auch verschiedene Probleme. Wie zum Beispiel Pichu oder Pikachu. Es gibt Weihnachtsmann Pikachu oder Weihnachts-Partyhut Pikachu. Es gibt Ash Cap Pikachu. Ich habe zum Beispiel einen Ash Cap Pikachu, 100%. Aber Julian hat einen Ash Cap Pichu, 100%. Und keine Ahnung, wie wir das regeln würden. Seien es natürlich seltener, aber das ist zum Beispiel eine, wie nennt man das? Ihr wisst schon, wo man sich Gedanken machen muss, wie wir das genau regeln. Weil die anderen Pikachus sind ja auch was wert. Also echt keine Ahnung. Oder was gibt es da sonst noch? Es gibt zum Beispiel Shiny Carpador. Ziehen wir das extra? Wenn ja, dann würde ich auch verlieren, weil ich habe nur schlechte IV Shiny Carpadors. Also da gibt es echt verschiedene Sachen und das wird echt knapp von der Zeit her. Also schauen wir mal. Falls ihr da Ideen habt, wie gesagt, auf jeden Fall schreibt es unten in die Kommentare. Aber wir versuchen es dieses Wochenende fertig zu drehen. Und schauen wir mal, wie das ausgehen wird. Ich hoffe, ich werde natürlich gewinnen. Aber wenn nicht, auch nicht so schlimm. Ich habe noch ein paar Tricks im Ärmel. Schauen wir mal bis Ende der Woche. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten rein, falls ihr Ideen, Vorschläge habt. Irgendwelche Sachen, die wir integrieren können. Und schaut natürlich bei Julian vorbei. Echt korrekter Typ. Und falls ihr könnt, schaut Samstag in Pasing vorbei. Wir werden da sein. Wir werden Spaß haben. Es wird echt saftig. Und habe ich schon gesagt, liken, subscriben, kommentieren. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt nochmal gesagt. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon is serious business.